Der Mitternachtsfleischzug. Für Leon Kaufmann war die Stadt keine unbekannte Größe mehr. Die Hochburg der Wonnen, so hatte er sie immer genannt in den Tagen seiner Unschuld. Aber da hatte er noch in Atlanta gewohnt und New York war damals eine Art gelobtes Land gewesen, in dem alles nur Erdenkliche möglich war. Jetzt wohnte Kaufmann schon 3,5 Monate in der Stadt seiner Träume. Und die Hochburg der Wonnen war augenscheinlich alles andere als wonnig. War es wirklich nur ein gutes Vierteljahr her, seit er aus dem Port Authority Busbahnhof herausgetreten war und die 42. Straße Richtung Broadway-Kreuzung hinaufgeschaut hatte? Ganz schön kurz die Zeit für den Verlust so vieler liebgehätschelter Illusionen. Jetzt war ihm schon der bloße Gedanke an seine kindische Arglosigkeit peinlich. Er zuckte förmlich zusammen, wenn er sich daran erinnerte, wie er dagestanden und hinausposaunt hatte: »New York, ich liebe dich!« Liebe? Nie und nimmer. Allenfalls war es blinde Betörung gewesen. Und jetzt? Nach nur 3-monatigem Zusammenleben mit dem Gegenstand seiner Anbetung, nachdem er seine Tage und Nächte in ihrer Gegenwart zugebracht hatte, hatte die Stadt den Schmelz ihrer Vollkommenheit eingebüßt. New York war eine Stadt wie jede andere. Er hatte sie erwachen sehen, morgens, wie eine Schlampe, die sich die Ermordeten aus den Zwischenräumen ihrer Zähne und die Selbstmörder aus den Strähnen ihrer Haare poolt. Er hatte sie spät nachts gesehen, wenn ihre schmutzigen, abgelegenen Straßen schamlos dem Laster huldigten. Er hatte sie am heißen Nachmittag beobachtet, träg und widerwärtig, ungerührt von den Gräuelszenen, die sich zu jeder Stunde im Würgestau ihrer Passagen abspielten. Sie war keine Hochburg der Wonnen. Tod brachte sie hervor, nicht Lust. Jeder, mit dem er zu tun hatte, war irgendwie mit Gewalt in Berührung gekommen. Das gehörte hier einfach zum Leben. Es war fast schon schick, jemand gekannt zu haben, der eines gewaltsamen Todes gestorben war. Das war wie ein Beweis dafür, dass man in dieser Stadt lebte. Aber Kaufmann hatte New York fast 20 Jahre lang aus der Ferne geliebt. Seit er erwachsen war, hatte er nahezu ausschließlich auf die Verwirklichung seiner Liebesbeziehung hingearbeitet. Es war demnach nicht einfach, diese Leidenschaft abzuschütteln, als ob er sie nie tief empfunden hätte. Noch gab es Stunden, ganz früh vor dem Einsetzen der Polizeisirenen oder bei Anbruch der Dämmerung, in denen Manhattan immer noch ein Wunder war. Wegen dieser Augenblicke und seinen Träumen zuliebe legte er noch immer den vorhandenen Zweifel zu ihren Gunsten aus. Selbst dann, wenn ihre Manieren alles andere als damenhaft waren. Sie machte einem diese verzeihende Nachsicht nicht leicht. Während der wenigen Monate, seit Kaufmann in New York lebte, waren ihre Straßen vom Blutvergießen geradezu überschwemmt worden. Genau genommen waren es nicht so sehr die Straßen selbst, sondern die Tunnelstrecken unter diesen Straßen. Schlachthaus-U-Bahn lautete das Schlagwort des Monats. Allein in der vorigen Woche war über 3 Metzeleien berichtet worden. Man hatte die Leichen in einem der U-Bahn-Waggons der Linie Avenue of the Americas entdeckt. Sie waren aufgeschnitten und teilweise ausgeweidet. Ganz so, als wäre ein tüchtiger Schlächter bei seiner Arbeit unterbrochen worden. Das Blutbad war so durch und durch professionell, dass die Polizei jeden aktenkundigen Mann verhörte, der in seiner Vergangenheit irgendeine Verbindung zum Metzgergewerbe aufwies. Die Fleischverpackungsbetriebe im Hafengebiet standen unter Überwachung. Die Schlachthäuser wurden fieberhaft nach Spuren untersucht. Die schnelle Ergreifung des Täters wurde in Aussicht gestellt, gelang aber nicht. Dieses Leichentrio war nicht das erste, das man in einem solchen Zustand vorfand. Genau an dem Tag, an dem Kaufmann ankam, war in der Times eine Geschichte aufgetaucht, die noch immer den Gesprächsstoff für blutrünstigen Bürotratsch lieferte. Es hieß, dass ein deutscher Tourist, der sich spät nachts im U-Bahn-System verirrt hatte, in einem Zug auf eine Leiche gestoßen war.
Beim Opfer handelte es sich um eine gut gebaute, attraktive, 30-jährige Frau aus Brooklyn. Vollkommen nackt. Alles war ihr abgenommen worden. Jedes Fitzchen Kleidung, jegliches Stück Schmuck. Sogar die Knopfclips an ihren Ohrläppchen. Befremdlicher als die Entkleidung war aber, dass die Kleidungsstücke fein säuberlich und penibel zusammengelegt in einzelne Plastiktüten auf der Sitzbank neben der Leiche deponiert worden waren. Das war nicht die Handschrift eines drauf losschneidenden Chaoten. Das hatte Stil und Methode. Ein Wahnsinniger mit ausgeprägtem Ordnungssinn steckte dahinter. Und weiter? Noch befremdlicher als die sorgsame Zurschaustellung der Leiche war die grausige Besessenheit, mit der diese durchgeführt worden war. Den Pressemeldungen zufolge, wenn auch von der Kriminalbehörde nicht bestätigt, war der Körper aufs Gründlichste rasiert worden. Jedes Haar war entfernt worden. Vom Kopf, von der Schamgegend, aus den Achselhöhlen. Alles geschoren und bis aufs Fleisch blank geschabt. Selbst die Augenbrauen und Wimpern hatte man dem Opfer ausgezupft. Und schließlich war dies Stück Fleisch, nackter als nackt, mit dem Kopf nach unten an einem der in der Dachwölbung des Waggons angebrachten Haltegriffe aufgehängt worden. Ein schwarzer, mit einer schwarzen Plastiktüte ausgeschlagener Plastikeimer war unter den Leichnam gestellt worden, um das ständig aus den Wunden strömende Blut aufzufangen. In diesem Zustand, entblößt, rasiert, aufgehängt und praktisch kreidebleich ausgeblutet, hatte man den Körper von Loretta Dyer gefunden. Es war ekelerregend. Es war sauberste Arbeit. Und es verwirrte zutiefst. Keine Vergewaltigung hatte stattgefunden und nichts ließ auf eine Schinderei schließen. Die Frau war schnell und zweckdienlich wie ein Schlachtvieh zu Tode gebracht worden. Und noch immer lief der Schlächter frei herum. Die Stadtväter hatten, weise wie sie waren, eine vollständige Nachrichtensperre über das Gemetzel verordnet. Es hieß, dass der Mann, der den Körper gefunden hatte, in New Jersey in Schutzhaft sei, außer Reichweite für neugierige Journalisten. Aber alles Vertuschen hatte nichts gefruchtet. Ein lüsterner Cop hatte die wichtigsten Einzelheiten gegenüber einem Reporter der Times durchsickern lassen. Jeder in New York kannte jetzt die scheußliche Geschichte von den Abschlachtungen. Sie war Gesprächsthema in jedem Delikatessenladen und jeder Bar und, selbstredend, in der U-Bahn. Aber Loretta Dyer war nur die erste gewesen. Nun war man unter genau den gleichen Umständen auf jene drei weiteren Leichen gestoßen, obwohl diesmal die Arbeit offensichtlich gestört worden war. Nicht alle drei Körper waren rasiert, auch die Schlagadern waren nicht durchtrennt, um die Leichen ausbluten zu lassen. Besonders augenfällig war aber folgender Unterschied. Kein ahnungsloser Tourist war zufällig mit dem Anblick konfrontiert worden. Diesmal kündete ein Bericht in der New York Times von der Entdeckung. Kaufmann ging den Bericht durch, der auf der Titelseite der Zeitung abgedruckt war. Ihn interessierte die Geschichte, ganz im Unterschied zu dem Mann gleich neben ihm an der Theke des Delikatessenladens, nicht übermäßig. Er empfand lediglich ein leichtes Ekelgefühl. Immerhin Grund genug, seinen Teller mit zu hart gekochten Eiern beiseite zu schieben. Das war einfach wieder ein Beleg für die morbide Verkommenheit seiner Stadt. Er konnte sich an ihrer Krankheit nicht weiden. Und doch, man war ja ein menschliches Wesen, ließen sich die bluttriefenden Details auf der Seite da vor ihm nicht ganz verdrängen. Der Artikel war ohne Effekthascherei geschrieben, aber die ungekünstelte Klarheit des Stils machte das Thema nur noch beängstigender. Auch er fragte sich unwillkürlich, welcher Mensch hinter den Abscheulichkeiten stecken mochte. Lief da ein Psychotiker frei herum? Oder waren es mehrere, von denen jeder versuchte, das ursprüngliche Mordmuster zu kopieren? Womöglich war dies nur der Anfang des Grauens. Vielleicht folgten weitere Morde, bis sich endlich der Mörder, übermütig oder ausgebrannt, doch zu weit vorwagen und gefasst werden würde. Bis dahin würde die Stadt, Kaufmanns angebetete Stadt, in einem eigenartigen Schwebezustand zwischen Hysterie und Hingerissensein leben. Gleich neben Kaufmann stieß ein bärtiger Mann seinen Kaffee um.
Scheiße, sagte er. Kaufmann rückte auf seinem Hocker zur Seite, um dem Kaffee auszuweichen, der von der Theke heruntertröpfelte. Scheiße, sagte der Mann nochmals. Nix passiert, sagte Kaufmann. Mit leicht verächtlichem Gesichtsausdruck sah er den Mann an. Der ungeschickte Kerl machte jetzt Anstalten, den Kaffee mit einer Serviette aufzusaugen, die bei diesem Versuch zu Pampe wurde. Unwillkürlich fragte sich Kaufmann, ob dieser Tölpel mit rosigen Backen und ungepflegtem Bart fähig wäre, einen Mord zu begehen. Gab's irgendein Zeichen in diesem vollgefressenen Gesicht, irgendein Hinweis in der Form seines Kopfes oder der Bewegung seiner kleinen Augen, die sein wahres Wesen verraten hätten? Jetzt sagte er was. Mögen Sie neun? Kaufmann schüttelte den Kopf. Kaffee, einen einfachen, schwarz, sagte der Blödmann zu dem Mädchen hinter der Theke, das gerade das kalte Fett aus dem Grill kratzte. Sie schaute auf. Hm? Kaffee, wohl schwerhörig. Der Mann grinste Kaufmann an. Schwerhörig, sagte er. Kaufmann bemerkte, dass ihm im Unterkiefer drei Zähne fehlten. Sieht böse aus, hä? Sagte der Mann. Was meinte er damit? Den vergossenen Kaffee? Seine Zahnlücken? Drei Leute aufgeschlitzt. Einfach so. Kaufmann nickte. Gibt einem zu denken, sagte der andere. Logisch. Schätze, da wird alles vertuscht, oder? Die wissen, wer es war. Lächerliches Geschwafel, dachte Kaufmann. Er nahm seine Brille ab und steckte sie in die Tasche. Die Konturen des bärtigen Gesichts verschwammen. Wenigstens das war ein Fortschritt. Dreckskerle, sagte der Mann. Scheiß Dreckskerle, die ganze Bande. Jede Wette sage ich Ihnen, dass hier was vertuscht wird. Was denn? Die haben Beweise. Nur uns lassen sie beschissenerweise im Dunkeln rumtappen. Irgendwas ist da am Werken, was Unmenschliches. Kaufmann begriff. Der Blödmann wollte auf eine Verschwörungstheorie hinaus. Dergleichen hatte er sich schon oft anhören müssen. Ein Allheilmittel. Schauen Sie. Die klonen rum mit ihren Retorten und dann gerät ihnen das Zeugs außer Kontrolle. Die könnten Wahnsinnsmonster züchten, weiß doch jeder. Irgendwas ist da drunten am Werken, über das sie uns nichts sagen wollen. Sie vertuschen alles, meine Rede. Jede Wette, sage ich Ihnen. Kaufmann fand die Unbeirrbarkeit des Mannes gar nicht ohne. Monster auf der Pirsch. Sechs Köpfe. Ein Dutzend Augen. Warum nicht? Darum nicht. Das hätte seine Stadt von Schuld freigesprochen. Damit wäre sie aus der Klemme. Und Kaufmann war zutiefst überzeugt, dass die Monster, auf die man in den U-Bahn-Tunnels stoßen würde, durch und durch menschlich waren. Der Bärtige warf sein Geld auf die Theke, erhob sich und ließ seinen fetten Hintern vom fleckigen Plastikhocker gleiten. Wahrscheinlich so ein Scheißkopf, sagte er und nahm Anlauf zu einem letzten Deutungsversuch. Wollte einen scheiß Helden machen, ist aber ein scheiß Monster dabei rausgekommen. Er grinste verzerrt. Jede Wette, hängte er noch dran und stapfte ohne ein weiteres Wort schwerfällig hinaus. Kaufmann atmete langsam durch die Nase aus und spürte, wie die Anspannung in seinem Körper abebbte. Er hasste solche Begegnungen, bei denen er sich sprachlich wie gelähmt und kraftlos fühlte. Und weil er gerade daran dachte, er hasste diese Sorte Mensch. Den rechthaberischen, sturen Rohling. Eine typische Ausgeburt New Yorks. Es ging auf sechs, als Mahogany erwachte. Der morgendliche Regen hatte sich mit Anbruch der Abenddämmerung in ein leichtes Nieseln verwandelt. Die Luft roch so rein, wie sie es in Manhattan allenfalls werden konnte. Er regelte sich auf seinem Bett, warf die schmuddelige Decke ab und stand auf zur Arbeit. Vor dem Badezimmerfenster tropfte der Regen auf den Kasten der Klimaanlage. Sein rhythmisches Geplätscher klang durch die ganze Wohnung. Mahogany schaltete den Fernseher ein, um das Geräusch zu übertönen. Es war ihm völlig gleich, welches Programm gerade lief.
Er ging zum Fenster. 6 Stockwerke tiefer stauten sich in der Straße Verkehr und Menschen. Nach harter Tagesarbeit war ganz New York auf dem Weg nach Hause. Zum Spiel, zur Liebe. Menschen fluteten aus den Büros und in die Autos. Manche waren nach der schweißtreibenden Arbeit in einem schlecht gelüfteten Büro sicher ziemlich gereizt. Andere schlenderten, gutmütig wie Schafe, die Avenues hinunter heimwärts, begleitet von einem nicht enden wollenden Strom aus Leibern. Wieder andere wurden eben jetzt in der U-Bahn aneinander gepfercht, blind für die Graffiti an den Wänden, taub für das Gemurmel ihrer Stimmen und das kalte Getöse im Tunnel. Sich das auszumalen, machte Mahogany Freude. Er war schließlich keiner vom üblichen Haufen. Er konnte an seinem Fenster stehen, auf tausende von Köpfen da unten schauen und sich sagen, dass er ein Auserwählter war. Natürlich hatte auch er unumstößliche Termine einzuhalten, wie die Leute auf der Straße. Aber seine Arbeit hatte mit deren sinnloser Plackerei nichts zu tun. Sie glich eher einer heiligen Pflicht. Auch er musste für sein Leben sorgen und schlafen und scheißen wie sie. Aber ihn trieb nicht zwangsläufiger Gelderwerb an. Er gehorchte den Forderungen der Geschichte. Er stand in einer großen Tradition, die noch weiter zurückreichte als die Geschichte Amerikas. Er war ein schleichender Jäger der Nacht, wie Jack the Ripper, wie Gilles de Retz, eine fleischgewordene Verkörperung des Todes, ein Gespenst mit menschlichem Antlitz. Er war einer, der den Schlaf heimsuchte und Schreckensängste erweckte. Die Leute dort drunten konnten sein Gesicht nicht kennen. Auch würden sie es nicht der Mühe wert finden, ihn zweimal anzusehen. Sein Blickstrahl aber würde sie sich greifen und sie sorgsam abwägen, um dann nur die gereiftesten Exemplare aus der vorbeiziehenden Parade zu erlesen. Denn nur die ganz Gesunden und die Jungen waren auserwählt, unter seinem gebenedeiten Messer zu fallen. Manchmal drängte es Mahogany, der Welt seine wahre Identität zu verkünden. Aber er hatte Verpflichtungen, und die lasteten schwer auf ihm. Ruhm konnte er sich nicht erhoffen. Ihm war ein Leben hinter den Kulissen bestimmt, und nur der Stolz war es, der nach Anerkennung drängte. Und überhaupt, so fragte er sich, begrüßt denn das Rind ehrerbietig den Fleischer, wenn es in die Knie bricht? Alles in allem, er war es zufrieden. Teil jener großen Tradition zu sein, das war genug und musste immer genug bleiben. Seit neuestem jedoch gab es Ermittlungen. Natürlich waren sie nicht auf sein Versagen zurückzuführen. Man konnte unmöglich ihm die Schuld anlasten, aber es waren schlimme Zeiten. Das Leben war nicht so einfach wie noch vor 10 Jahren. Freilich, er war genau um diese Spanne älter geworden und das machte die Aufgabe strapaziöser. Und immer stärker lastete die Verpflichtung auf seinen Schultern. Er war ein Auserwählter und dieses Privileg machte das Leben schwierig. Hin und wieder fragte er sich, ob es nicht an der Zeit sei, sich zu überlegen, einen jüngeren Mann für seine Aufgaben auszubilden. Man würde notwendigerweise die Stadtväter konsultieren müssen, aber früher oder später musste er einen Ersatz finden und es wäre, das fühlte er, ein sträfliches Brachliegen lassen seiner Erfahrung, keinen Lehrling aufzunehmen. Er konnte so viele meisterlich beherrschte Techniken weitergeben, die Finessen seines außerordentlichen Gewerbes, die beste Art, sich anzuschleichen, zu schneiden, zu entblößen, auszubluten. Das beste geeignete Fleisch, die einfachste Art, das Restliche loszuwerden, so viele Details, ein so großes Sachwissen. Mahogany schlenderte ins Bad und ließ die Dusche laufen. Als er unter den Strahl stieg, sah er an seinem Körper hinunter, auf den leichten Bauchansatz, die grau werdenden Haare auf seiner einsinkenden Brust, die Narben und Pusteln, die seine blasse Haut verunzierten. Er wurde alt. Dennoch, heute Nacht hatte er wie jede andere Nacht sonst auch eine Aufgabe zu erledigen. Kaufmann eilte mit seinem Sandwich hastig in die Eingangshalle zurück, schlug den Kragen runter und strich sich den Regen aus den Haaren.
Die Uhr überm Aufzug zeigte 16 nach 7. Bis 10 würde er durcharbeiten, keinesfalls länger. Der Aufzug beförderte ihn in den 12. Stock zum Papas Bürotrakt. Bedrückt zockelte er durch das Labyrinth leerer Schreibtische und zugedeckter Maschinen zu seinem kleinen Hoheitsbereich, in dem das Licht noch brannte. Die Frauen, die die Büros reinigten, tratschten draußen auf dem Flur. Ansonsten war es hier oben wie ausgestorben. Er zog den Mantel aus, schüttelte von ihm den Regen ab, so gut er konnte, und hängte ihn auf. Dann setzte er sich vor die Stapel von Aufträgen, mit denen er sich den Großteil der letzten 3 Tage herumgeschlagen hatte, und begann mit der Arbeit. Nur noch einen Abend würde die Plackerei dauern. Dann wäre der gröbste Teil der Arbeit bewältigt. Da war er sich sicher. Zumal es ihm zu dieser Tageszeit ohne den unablässigen Lärm der Schreibkräfte und Maschinen um ihn herum leichter fiel, sich zu konzentrieren. Er wickelte sein Sandwich aus. Schinken auf Vollkornbrot mit extra Mayonnaise und richtete sich auf den langen Abend ein. Jetzt war es 9. Mahogany war für die Nachtschicht gekleidet. Er hatte den üblichen gedecktfarbenen Anzug an, dazu die säuberlich gebundene braune Krawatte und die silbernen Manschettenknöpfe. Ein Geschenk seiner ersten Frau, die in den Umschlägen seines makellos gebügelten Hemds steckten. Sein schütteres Haar glänzte vor Öl, seine Nägel waren geschnitten und poliert, sein Gesicht von kölnisch Wasser gerötet. Seine Tasche war gepackt, die Handtücher, die Werkzeuge, seine Kettenpanzerschürze. Er prüfte sein Erscheinungsbild im Spiegel. Man konnte ihn, fand er, noch immer für einen Mann um die 45, allenfalls 50 halten. Als er sein Gesicht musterte, rief er sich seine Verpflichtung ins Gedächtnis. Vor allem hieß es vorsichtig sein. Bei jedem Schritt seines Weges heute Nacht ruhten Augen auf ihm, die sein Auftreten beobachteten und ihre Schlüsse daraus zogen. Er musste daherkommen wie ein Unschuldiger und durfte keinen Verdacht erregen. Wenn die nur wüssten, dachte er. Die Leute auf der Straße, die an ihm vorbeigingen, rannten, sprangen, die mit ihm zusammenprallten, ohne sich zu entschuldigen, die seinem Blick voll Verachtung begegneten, die seinen massigen Körper belächelten, der sich in dem schlecht sitzenden Anzug unpassend und verquer ausnahm. Wenn die nur wüssten, was er machte, was er war und was er bei sich trug. Aufgepasst, sagte er zu sich und drehte das Licht aus. Die Wohnung war dunkel. Er ging zur Tür und öffnete sie, gewohnt, in der Schwärze voranzuschreiten, in der er sich wohlfühlte. Die Regenwolken hatten sich gänzlich verflüchtigt. Mahogany ging seinen Weg die Amsterdam runter, Richtung U-Bahn-Station an der 145. Straße. Heute Nacht würde er wieder die Avenue of the Americas-Linie nehmen, seine Lieblingsstrecke und oft die ergiebigste. Die U-Bahn-Stufen hinunter, die Tarifmarke in der Hand, durch die automatischen Türschleusen. Jetzt hatte er den Geruch des Tunnels in der Nase. Freilich nicht den der tiefen Tunnels. Die hatten einen ganz eigenen Duft, aber selbst die schale, elektrisierende Luft dieser hochgelegenen Strecke ließ sein Selbstvertrauen wieder erstarken. Der x-fach ausgetauschte Atem von 1 Million Fahrgästen zirkulierte in diesem Stollengehege und mischte sich mit dem Atem weit älterer Geschöpfe, Wesen mit Stimmen so sanft wie Töpferton, deren Gelüste abscheulich waren. Wie er das liebte. Den Duft, die Finsternis, das Getöse. Er stand auf dem Bahnsteig und sondierte kritisch die anderen Fahrgäste. Bei einem oder zwei Körpern überlegte er, ob er ihnen folgen solle. War doch ziemlich schundiges Material. Kaum der Pirsch wert. Ausgebrannter Körperschrott. Schwammig, abgeschlafft. Leiber zugrunde gerichtet durch Ausschweifung, durch Abstumpfung. Als Profi machte ihn das ganz krank. Obwohl er Verständnis hatte für verweichlichende Schwächen, die die besten Menschen versauten. Er hielt sich über 1 Stunde in der Station auf und schlenderte zwischen den Bahnsteigen umher, während die Züge ein- und abfuhren und die Leute mit ihnen.
so wenig erste Wahl drunter. Sah ganz danach aus, als müsse er von Tag zu Tag länger warten, bis sich verwertbares Fleisch auftreiben ließ. Es war jetzt fast 10:30 und er hatte nicht ein einziges Exemplar zu Gesicht bekommen, das wirklich optimal zum Schlachten getaugt hätte. Egal, sagte er sich. Es war ja noch Zeit. Sehr bald würde die Welle der Theaterbesucher anrollen. Unter denen waren immer einer oder zwei saftig durchwachsene Körper. Diese wohlgenährten Intelligenzler hielten die Fahrmarke umklammert und schwafelten dogmatisch über die Zerstreuungen der Kunst. Oh doch, da war sicher was zu holen. Wenn nicht, und es gab Nächte, da sah es so aus, als würde er niemals etwas Geeignetes finden, dann musste er sich weiter ins Stadtzentrum wagen und dort ein Liebespaar abpassen, das so spät noch unterwegs war, oder ein, zwei Sportler auftreiben, die gerade vom Trainieren kamen. Die gaben mit Sicherheit stets gutes Material ab. Nur, dass man bei solch kerngesunden Schlachtstücken stets mit dem Risiko einer Gegenwehr rechnen musste. Er erinnerte sich, wie er vor einem Jahr oder früher zwei schwarze Böcke gefangen hatte. Der eine so um die 40 Jahre älter als der andere, Vater und Sohn vielleicht. Sie hatten sich mit Messern zur Wehr gesetzt und ihn hatte man darauf 6 Wochen lang ins Krankenhaus gesteckt. Es war ein harter Nahkampf gewesen und er hatte anschließend an seinen Fähigkeiten gezweifelt. Schlimmer noch, er war nachdenklich geworden. Wie wohl seine Meister mit ihm verfahren wären, wenn er eine tödliche Verletzung davongetragen hätte. Hätte man ihn seiner Familie in New Jersey überstellt und ihm ein angemessenes christliches Begräbnis verschafft? Oder hätte man seinen Kadaver in die Finsternis geworfen, zu ihrer höchstpersönlichen Verwendung? Mahogany fiel die Schlagzeile einer liegengelassenen New York Post auf dem Sitz ihm schräg gegenüber ins Auge. Polizei im Großeinsatz. Jagd auf Killer. Er konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Seine um Versagen, Weichwerden und Tod kreisenden Gedanken lösten sich in nichts auf. Schließlich war er dieser Mann, dieser Killer. Und heute Nacht war der Gedanke daran, ergriffen zu werden, einfach lächerlich. War denn seine Lebensaufgabe nicht von den höchsten Autoritäten abgesegnet? Kein Polizist konnte ihn festhalten, kein Gerichtshof verurteilen. Eben jene Träger von Recht und Gesetz, die aus seiner Verfolgung ein solches Spektakel machten, dienten seinen Meistern um keinen Deut weniger als er. Fast wünschte er sich, von irgendeinem windigen Kopf gefangen und im Triumph vor den Richter geschleppt zu werden, nur um den Ausdruck auf ihren Gesichtern mit ansehen zu können, wenn das Machtwort aus der Finsternis heraufkam, dass Mahogany ein Schützling sei, erhaben über jedes geschriebene Gesetz. Es war jetzt 10:30 vorbei. So allmählich trudelten die Theaterbesucher ein, aber noch war nichts Annehmbares unter ihnen. Er wollte sowieso lieber den Hauptansturm vorbeilassen und dann einfach einem oder zwei erlesenen Stücken bis ans Ende der Strecke folgen. Geduldig wartete er den rechten Augenblick ab, wie jeder wohlberatene Jäger. Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 2. Kaufmann war gegen 11, eine Stunde später, als er eigentlich hatte Schluss machen wollen, immer noch nicht mit der Arbeit fertig. Überdruss und frustrierende Langeweile machten die Aufgabe nachgerade schwieriger und die Blätter voller Zahlen begannen vor ihm zu verschwimmen. Um 10:50 warf er seinen Füller hin. Mit den Handballen rieb er sich die brennenden Augen, bis in seinem Kopf die Farben tanzten. »Ach, scheiß drauf«, sagte er. In Gesellschaft gebrauchte er nie solche Ausdrücke,
aber hin und wieder zu sich selber Scheiß drauf zu sagen, das hob die Stimmung ungemein. Er bahnte sich den Weg zum Flur, den noch feuchten Mantel überm Arm, und steuerte den Aufzug an. Seine Glieder waren schwer wie betäubt und die Augen konnte er kaum offen halten. Es war kälter draußen, als er angenommen hatte. Die Luft rüttelte ihn ein wenig auf aus seiner dumpfen Benommenheit. Er ging Richtung U-Bahn an der 34. Straße. Einen Express nach Far Rockaway erwischen. In einer Stunde daheim sein. Weder Kaufmann noch Mahogany wussten es, aber an der Ecke 96. Straße und Broadway hatte die Polizei jemanden verhaftet, den sie für den U-Bahn-Killer hielten, war er ihnen doch in einer Außenbezirkslinie in die Falle gegangen. Ein kleiner Mann europäischer Abstammung hatte Hammer und Säge in Händen, eine junge Frau im zweiten Waggon in die Enge getrieben und gedroht, sie im Namen Jehovas in zwei Teile zu zerlegen. Es war zweifelhaft, ob er imstande gewesen wäre, seine Drohung wahrzumachen. So wie die Sache lief, kam er gar nicht dazu. Während die übrigen Passagiere, einschließlich zwei Marineinfanteristen, zusahen, verpasste das potenzielle Opfer dem Mann einen Fußtritt in die Hoden. Er ließ den Hammer fallen. Sie hob ihn auf und zertrümmerte ihm den Unterkiefer und das rechte Jochbein, bevor noch die Marineinfanteristen einschreiten konnten. Als der Zug an der 96. hielt, war dort die Polizei schon auf die Verhaftung des U-Bahn-Schlechters vorbereitet. Sie stürmten in wilder Horde den Waggon, schrien wie von Dämonen besessen und machten sich vor Angst fast in die Hosen. Der Schlechter lag mit demoliertem Gesicht in einer Ecke des Waggons. Triumphierend karrten sie ihn davon. Die Frau nahm nach der Vernehmung die Marineinfanteristen mit nach Hause. Der Vorfall sollte sich als zweckdienliche Ablenkung herausstellen, obwohl Mahogany zu diesem Zeitpunkt noch nichts von ihm wissen konnte. Es kostete die Polizei den Großteil der Nacht, die Identität des Festgenommenen zu ermitteln. Hauptsächlich deswegen, weil er mit seinem zerschmetterten Unterkiefer nur ein nuscheliges Gesabber zustande bringen konnte. Erst morgens um 3:30 erkannte ein gewisser Captain Davis bei seinem Dienstantritt in dem Mann einen im Ruhestand lebenden Blumenhändler aus der Bronx namens Hank Weatherly. Hank wurde immer wieder verhaftet. Der Vorwurf lautete jedes Mal, gemeingefährliches Verhalten und exhibitionistische Handlungen begangen im Namen Jehovas. Aber der Schein trug. Er war so gefährlich wie der Osterhase. Das war nicht der U-Bahn-Schlechter. Aber bis die Cops das endlich herausgebracht hatten, war Mahogany schon lange mit seiner Arbeit fertig. Es war 11:45 Uhr. Als Kaufmann in die Expresslinie, die bis zur Mott Avenue durchfuhr, einstieg. Im Waggon waren zwei weitere Fahrgäste. Eine schwarze mittleren Alters in purpurrotem Mantel und ein blasser, aknegeplagter Jugendlicher, der das Leck meinen weißen Arschgraffiti an der Decke mit drogengeweideten Pupillen anstarrte. Kaufmann war im ersten Waggon. Er hatte eine Fahrt von 35 Minuten Dauer vor sich. Angenehm eingelullt vom rhythmischen Geschaukel des Zuges, fielen ihm die Augen zu. Es war eine langweilige Fahrt, und er war müde. Weder sah er die Lichter im zweiten Waggon flackernd ausgehen, noch Mahoganys Gesicht, der durch die Verbindungstür der beiden Waggons starrte und nach noch mehr Fleisch Ausschau hielt. An der 14. Straße stieg die Schwarze aus. Niemand stieg ein. Kaufmann öffnete kurz die Augen, nahm den leeren Bahnsteig an der 14. wahr und schloss sie dann wieder. Die Türen gingen zischend zu. Er trieb in jenem warmen Niemandsland zwischen Wahrnehmungsbereitschaft und Schlaf dahin, und durch seinen Kopf schwirrten Träume, die noch nicht ganz Gestalt angenommen hatten. Es war ein gutes Gefühl. Der Zug war wieder in Fahrt und ratterte tiefer in die Tunnels hinab. Möglicherweise bekam Kaufmann auf dem Hintergrund seines dahindämmernden Bewusstseins halbwegs mit, dass die Türen zwischen erstem und zweitem Waggon aufgeschoben wurden. Möglicherweise registrierte er den plötzlichen Schwall Tunnelluft und dass der Lärm der Räder einen Augenblick lang lauter war. Aber er nahm lieber nichts davon zur Kenntnis.
Möglicherweise hörte er sogar das Gescharre und Gerangel, als Mahogany den jungen Burschen mit dem Drogenblick überwältigte. Aber das Geräusch war zu weit weg und die Verheißung des Schlafs zu verführerisch. Er döste weiter. Aus irgendeinem Grund kreisten seine Träume um die Küche seiner Mutter. Sie hackte Rüben. Ratsch! Und lächelte so lieb beim Hacken. Ratsch! Er war wieder ganz klein in seinem Traum und schaute zu ihrem strahlenden Gesicht hinauf, während sie arbeitete. Ratsch! 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 Mit einem Ruck riss er die Augen auf. Seine Mutter verschwand. Der Waggon war leer. Der junge Mann war fort. Wie lange war er eingeduselt? Er konnte sich nicht daran erinnern, dass der Zug an der 4. Straße West gehalten hätte. Er stand auf, den Kopf noch wie in Schlaf getaucht und kippte fast vornüber, da der Zug heftig schwankte. Anscheinend hatte der Fahrer einen ganz beachtlichen Zacken Geschwindigkeit zugelegt. Wahrscheinlich war er scharf drauf, endlich heimzukommen ins bequeme Bett seiner Frau. Der Zug legte sich jetzt mordsmäßig ins Zeug. Echt, es war verdammt beängstigend. Vor das Fenster zwischen den beiden Waggons war eine Blende runtergezogen, die, soweit er sich erinnerte, vorher nicht unten gewesen war. In Kaufmanns ernüchtertem Schädel breitete sich leichte Beunruhigung aus. Angenommen, er hatte ziemlich lange geschlafen und der Schaffner hätte ihn im Waggon übersehen. Womöglich waren sie schon an Far Rockaway vorbei und der Zug sauste im Eiltempo zu irgend so einem Depot für die Nacht. »Ach, scheiß drauf«, sagte er laut. Sollte er nach vorn gehen und den Fahrer fragen? Aber sich zu erkundigen, wo sind wir denn, war wirklich eine saublöde Frage. Was konnte er wohl zu dieser nachtschlafenden Zeit anderes zur Antwort kriegen als eine Flut von Beschimpfungen? Dann wurde der Zug allmählich langsamer. Eine Station. Ja, eine Station. Der Zug rollte aus dem Tunnel und ins schmutzige Licht der Station an der 4. Straße West. Er hatte keine Haltestelle verschlafen. Aber wo war dann der Junge geblieben? Entweder hatte er sich nicht an die Aufschrift an der Waggonwand gehalten, die den Durchgang zwischen den Waggons während der Fahrt untersagte, oder er war überhaupt gleich vor ins Fahrerabteil gegangen. Wahrscheinlich vergnügt er sich gerade zwischen den Fahrerbeinen, dachte Kaufmann und verzog die Oberlippe. Sowas kam durchaus vor. Schließlich war man in der Hochburg der Wonnen und jeder hatte einen Anspruch auf ein bisschen Liebe in der Dunkelheit. Kaufmann schob die Überlegung mit einem Achselzucken von sich. Was ging's ihn an, wo der Junge geblieben war? Die Türen schlossen sich. Niemand war eingestiegen. Der Zug schlingerte aus der Station hinaus und die Lichter flackerten, als er mit einem starken Energieschub wieder Geschwindigkeit zulegte. Kaufmann spürte, wie die süße Schlafsucht ihn erneut überkam, aber die plötzliche Angst, sich zu verirren und verloren zu sein, hatte Adrenalin in seinen Organismus gepumpt und seine Glieder zitterten vor nervlicher Anspannung. Auch seine Sinne waren überwach. Selbst durchs Geratter und Gerumpel der Räder auf den Schienen hörte er aus dem nächsten Waggon herüber das Geräusch zerreißenden Tuchs. Rissen sich da welche das Hemd vom Leib? Er stand auf und griff nach einer Halteschlaufe, um nicht umzufallen. Das Fenster zwischen den Waggons war vollkommen zugehängt. Aber er starrte mit gerunzelter Stirn darauf, als könnte er plötzlich mit Röntgenaugen sehen. Der Waggon schaukelte und rollte. Der Zug war wieder voll in Fahrt. Und wieder das Aufschlitzgeräusch. War es eine Vergewaltigung? Mit allenfalls milder voyeuristischer Neugier bewegte er sich den hin- und her schwankenden Waggon entlang Richtung Verbindungstür und hoffte, einen Spalt im Vorhang zu entdecken. Seine Augen waren noch immer aufs Fenster geheftet und seiner Aufmerksamkeit entgingen die Blutspritzer, in die er trat. Bis er mit dem Absatz ausrutschte. Er sah zu Boden. Sein Magen registrierte das Blut beinahe eher als sein Hirn und der Schinken auf Vollkornbrot kam ihm halbwegs die Speiseröhre hoch und fing sich hinten im Rachen.
Blut. Mehrmals schlang er wie in Atemnot die abgestandene Luft in sich hinein und schaute weg, wieder zum Fenster hin. Sein Kopf sagte: Blut. Nichts würde dies Wort zum Verschwinden bringen. Höchstens 1 oder 2 Meter waren jetzt zwischen ihm und der Tür. Er musste nachsehen. Blut war an seinem Schuh und eine dünne Spur lief zum nächsten Waggon. Aber er musste trotzdem nachsehen. Er musste. Er machte noch 2 Schritte auf die Tür zu und suchte sorgfältig den Vorhang ab. Er suchte nach einem Fehler im Gewebe. Ein herausgezogenes Fädchen wäre schon genug gewesen. Und da war ein winziges Loch. Er drückte ein Auge an die Scheibe. Sein Bewusstsein weigerte sich anzuerkennen, was seine Augen hinter der Tür sahen. Er verwarf das Schauspiel als widernatürlich, absurd, als geträumten Nachtmahr. Sein Verstand sprach ihm die Wirklichkeit ab, aber sein Fleisch war sich ihrer gewiss. Sein Körper erstarrte vor Entsetzen. Seine Augen konnten mit unbeweglich offenen Lidern die grausige Szene hinter dem Vorhang nicht ausblenden. Er stand an der Tür, während der Zug weiter dahin ratterte, während sein Blut aus seinen Gliedmaßen zurückströmte und sein Hirn aus Sauerstoffmangel ins Taumeln geriet. Grelle Lichtflecke schoben sich blitzartig vor seine Vision und löschten die Scheußlichkeit aus. Dann wurde er ohnmächtig. Er war bewusstlos, als der Zug in J Street ankam. Er war taub für die Ankündigung des Fahrers, dass alle Passagiere, die weiter wollten als bis zu dieser Station, umsteigen müssten. Wenn er sie gehört hätte, dann hätte er ihren Sinn angezweifelt. Es gab überhaupt keinen Zug, der alle Fahrgäste in J Street absetzte. Die Linie ging über den Aqueduct Race Track und am Kennedy Airport vorbei bis zur Mott Avenue. Er hätte gefragt, welcher Zug das denn sei, nur dass er es bereits wusste. Die Wahrheit hing im nächsten Waggon. Verschanzt hinter eine blutige Kettenpanzerschürze lächelte sie zufrieden vor sich hin. Das hier war der Mitternachtsfleischzug. Es gibt bei einer totenähnlichen Ohnmacht keine Messlatte für die Zeit. Es konnten Sekunden oder Stunden gewesen sein, die vergingen, ehe Kaufmanns Augen wieder aufflackerten und sein Bewusstsein sich auf die neue Lage einpendelte, in der er sich befand. Er lag jetzt unter einer der Sitzbänke an die vibrierende Waggonwand gepresst, vor Blicken geschützt. Bislang war das Schicksal auf seiner Seite, dachte er. Irgendwie musste das Geschaukel des Waggons seinen bewusstlosen Körper außer Sichtweite manövriert haben. Er dachte an das Grauen in Waggon 2 und schlang Erbrochenes wieder hinunter. Er war allein. Wo der Schaffner auch sein mochte, vielleicht ermordet. Er konnte ihn unmöglich zu Hilfe rufen. Und der Fahrer? Lag er tot überm Steuerungssystem? Durchraste der Zug eben jetzt einen unbekannten Tunnel. Einen Tunnel ohne eine einzige Station, dank derer man die Strecke hätte identifizieren können, seiner Zerstörung entgegen? Und wenn's keinen Zusammenprall gab, bei dem er umkam, dann gab es jedenfalls den Schlechter, der immer noch drauf loshackte. Nur die Dicke einer Tür von Kaufmann entfernt. Da führte kein Weg dran vorbei. Der Name auf der Tür war tot. Der Lärm war ohrenbetäubend, besonders wenn man am Boden lag. Kaufmanns Zähne schlackerten in ihren Kieferfächern und sein Gesicht war von der Vibration fühllos starr. Selbst die Schädeldecke tat ihm weh. Dann spürte er, wie ganz allmählich die Kraft in seine erschöpften Glieder zurückpulste. Vorsichtig streckte er die Finger und ballte sie zur Faust, um die Durchblutung wieder in Gang zu bringen. Und mit dem Körpergefühl war auch erneut der Brechreiz zur Stelle. Er hatte weiterhin den schauerlichen Gewaltakt im nächsten Waggon vor Augen. Natürlich hatte er schon Fotografien von Mordopfern gesehen, aber das nebenan war kein x-beliebiger Mordfall.
Er war im selben Zug wie der U-Bahn-Schlechter. Dieses Ungeheuer, das seine Opfer entharrt und nackt mit den Füßen nach oben an den Halteschlaufen aufknüpfte. Wie lange würde es dauern, bis der Killer durch diese Tür trat und sein Leben forderte? Wenn der Schlechter ihn nicht erledigte, dann würde es die bloße Bedrohung tun. Dessen war er sich sicher. Er hörte eine Bewegung hinter der Tür. Jetzt übernahm der Instinkt das Ruder. Kaufmann zwängte sich tiefer unter die Sitzbank und krümmte sich zu einer kleinen Kugel zusammen, das speiübelweiße Gesicht zur Wand gekehlt. Dann legte er die Hände über den Kopf und drückte seine Augen so fest zu wie ein Kind in namenloser Angst vorm schwarzen Mann. Die Tür wurde aufgeschoben. Klick. Wusch. Luft. In jähem Schwall von den Gleisen rauf. Sie roch anders als jede, die Kaufmann vorher gerochen hatte. Und kälter. Das war wie Urluft, was ihm da in die Nase stieg. Feindselige und unergründliche Luft. Sie ließ ihn erschauern. Die Tür schloss sich. Klick. Der Schlechter war ganz nah. Kaufmann wusste das. Es konnte nicht anders sein. Allenfalls stand er zentimeterweit entfernt von dem Platz, an dem er lag. Schaute er jetzt gerade auf Kaufmanns Rücken runter? Bückte er sich gerade, das Messer in der Hand, um Kaufmann aus seinem Versteck herauszuschälen wie eine Schnecke, die man aus ihrem Haus herauspult? Nichts geschah. Er spürte keinen Atem auf seinem Nacken. Sein Rückgrat wurde nicht aufgeschlitzt. Lediglich das Getrappel von Füßen nah bei seinem Kopf. Dann das gleiche Geräusch, als sie sich wieder entfernten. Kaufmann stieß den Atem, den er in den Lungen zurückgehalten hatte, mit rauem Zischen zwischen den Zähnen hervor. Mahogany war beinahe enttäuscht, dass der Schlafende an der 14. Straße West ausgestiegen war. Er hätte heute Nacht zu gern noch eine weitere Nummer absolviert, damit er was zu tun hatte, während sie weiter hinabfuhren. Aber nein, der Mann war fort. So gesund hatte der Kandidat ohnehin nicht ausgesehen, sagte er sich. War wohl ein blutarmer jüdischer Buchhalter. Das Fleisch hätte nicht die Bohne-Qualität gehabt. Mahogany ging durch den Waggon zur Fahrerkanzel. Den Rest der Strecke würde er dort zubringen. Mein Gott, dachte Kaufmann. Jetzt bringt er den Fahrer um. Er hörte, wie die Tür zur Kanzel aufging. Dann die Stimme des Fleischers, leise und heiser. Grüß dich. Grüß dich. Die kannten sich. Alles erledigt? Alles erledigt. Die Banalität dieser einsilbigen Begrüßung verstörte Kaufmann zutiefst. Alles erledigt? Was sollte das heißen? Alles erledigt? Die nächsten paar Worte bekam er nicht mit, weil der Zug gerade über einen Schienenabschnitt rollte, der besonders viel Lärm machte. Kaufmann konnte es nicht mehr aushalten. Er musste jetzt hinschauen. Vorsichtig, ängstlich entknäulte er sich und guckte über die Schulter zum Ende des Waggons. Die Beine des Schlechters und den unteren Teil der offenen Kanzeltür. Mehr konnte er nicht sehen. Er wollte wieder das Gesicht des Ungeheuers sehen. Jetzt hörte er Gelächter. Er kalkulierte die Risiken seiner Lage, die Mathematik des Schreckens. Wenn er weiter blieb, wo er war, würde der Schlechter über kurz oder lang zu ihm runtergucken und Hackfleisch aus ihm machen. Andererseits liefe er, wenn er sich aus seinem Versteck herausbegab, Gefahr, gesehen und gejagt zu werden. Was war schlimmer? Untätig zu bleiben und sich dem Tod festgenagelt in einem Loch auszusetzen oder gleich sich ihm in die Arme zu werfen und seinem Vollstrecker mitten im Waggon gegenüberzutreten. Kaufmann war von seinem Kampfgeist selber überrascht. Er würde sich rauswagen. Unendlich langsam
kroch er unter der Sitzbank hervor und behielt währenddessen jede Minute den Rücken des Schlächters im Auge. Als er endlich heraußen war, begann er, Richtung Verbindungstür zu kriechen. Jeder Schritt, den er machte, war eine Tortur. Aber der Schlächter war anscheinend viel zu sehr in seine Unterhaltung vertieft, um sich umzudrehen. Kaufmann hatte die Tür erreicht. Er stand langsam auf und versuchte dabei unablässig, sich auf den Anblick vorzubereiten, dem er in Waggon 2 ausgesetzt sein würde. Die Klinke war jetzt fest in seiner Hand und er schob die Tür auf. Der Lärm der Räder verstärkte sich und eine Woge klammer Luft mit einem Gestank, der nicht von dieser Welt war, drang zu ihm herauf. Todsicher musste das der Fleischer hören oder riechen. Todsicher musste er sich umdrehen. Aber nein. Kaufmann schob sich wie ein Reptil, das sich häutet, durch den Schlitz und in das Blutgemach auf der anderen Seite. Die Erleichterung machte ihn unvorsichtig. Er ließ die Tür hinter sich nicht richtig zuklinken und das Rütteln des Zuges ließ sie wieder aufgleiten. Mahogany steckte den Kopf aus der Kanzel und starrte auf die Tür am Ende des Waggons. »Was ist denn da los, verdammter Scheiß?« fragte der Fahrer. »Hab bloß die Tür nicht richtig zugemacht. Das war's.« Kaufmann hörte den Schlächter auf die Tür zukommen. Er duckte sich, ein Knäuel panischer Verwirrung, drückte sich gegen die Verbindungswand und empfand plötzlich deutlich den Entleerungsdrang seiner Därme. Die Tür wurde von der anderen Seite her zugezogen und die Schritte entfernten sich wieder. Wieder in Sicherheit. Wenigstens einen Atemzug lang. Er öffnete die Augen und wappnete sich für den Anblick des Schlachtpferchs vor ihm. Vor dem gab's kein Entrinnen. Der durchdrang jeden seiner Sinne. Der Geruch freigelegter Eingeweide, den Anblick der Körper, das Gefühl der Flüssigkeit am Boden unter seinen Fingern, das Geräusch der Halteschlaufen, die unter dem Gewicht der Leichen ächzten, selbst noch die Luft, sie schmeckte salzig vor Blut. Er war ringsum vom Tod umfangen in diesem Verschlag, der durch die Finsternis raste. Aber jetzt blieb der Brechreiz aus. Bis auf eine gelegentliche Regung wütendsten Abscheus war keine Empfindung mehr übrig. Er ertappte sich sogar dabei, wie er die Körper mit einer gewissen Neugier eingehend betrachtete. Das ausgeweidete Frischfleisch in nächster Nähe war der Überrest des pickligen Burschen, den er in Waggon 1 gesehen hatte. Der Körper hing verkehrt herum und schwang im Rhythmus des Zuges vor und zurück, ganz im Einklang mit seinen drei Genossen. Ein obszöner Totentanz. Seine Arme baumelten lose aus den Schultergelenken herab, die 2 bis 5 Zentimeter tiefe Einschnitte aufwiesen, damit die Körper ordentlicher hingen. Jedes anatomische Detail des Halbwüchsigen schaukelte hypnotisch. Die Zunge, die aus dem offenen Mund heraushing, der Kopf, der taumelig am durchschlitzten Hals baumelte. Selbst der Penis des Burschen pendelte schlaff auf seiner entharten Schamgegend hin und her. Aus der Wunde am Kopf und der durchtrennten Halsschlagader pulsierte immer noch Blut in einen schwarzen Eimer. Ein Hauch von Eleganz lag über dem Ganzen. Die Handschrift sauber verrichteter Arbeit. Weiter weg von diesem Körper waren die Leichen zweier junger weißer Frauen und eines dunkelhäutigen Mannes aufgehängt. Kaufmann beugte den Kopf zur Seite, um sich ihre Gesichter anzusehen. Sie waren blank und kahl. Das eine Mädchen war eine Schönheit. Er war sich ziemlich sicher, dass der Mann Puerto Ricaner war. Allen waren die Kopf- und Körperhaare abrasiert worden. In der Luft lag noch der beißende Geruch der Schuhe. Kaufmann glitt aus seiner Hockstellung an der Wand hoch. Zur gleichen Zeit drehte sich einer der Frauenkörper um die eigene Achse und bot eine Ansicht der Rückenpartie dar. Auf diesen Gipfel des Grauens war er nicht vorbereitet. Das Fleisch ihres Rückens war vom Nacken bis zum Gesäß vollkommen aufgespalten und die Muskulatur beiseite geschält, um das feucht glitzernde Rückgrat zur Schau zu stellen. Das
war der endgültige Triumph des Schlechterhandwerks. Hier hingen sie, diese rasierten, ausgebluteten, aufgeschlitzten menschlichen Fleischklumpen, wie Fische ausgeweidet und fertig zum Verzehr. Fast hätte Kaufmann der Vollkommenheit dieses Gräuelbildes zugelächelt. Er spürte, wie sich der Wahnsinn kitzelnd an der Schädelbasis meldete, ihn ins Vergessen lockte, völlige Ungerührtheit gegenüber der Welt verhieß. Unkontrolliertes Zittern durchbeutelte ihn auf einmal. Er fühlte, wie seine Stimmbänder einen Schrei zu artikulieren suchten. Es war unerträglich und doch hätte Schreien geheißen, in Kürze so auszusehen wie die Kreaturen vor ihm. »Scheiß drauf«, sagte er, lauter als er beabsichtigt hatte. Dann stieß er sich von der Wand ab und begann, zwischen den schaukelnden Leichen durch den Wagen zu gehen. Er nahm dabei die ordentlichen Stapel aus Kleidern und persönlichen Sachen wahr, die auf den Bänken neben ihren Eigentümern lagen. Der Boden unter seinen Füßen war klebrig vor trocknender Galle. Selbst durch die Schlitze der zugekniffenen Augen konnte er das Blut in den Eimern überdeutlich sehen. Es war dick und berauschend. Sandige Schmutzteilchen wirbelten darin. Er war jetzt an dem Burschen vorbei und konnte vorn die Tür zu Waggon 3 sehen. Dieser Spießrutenlauf des Horrors, er musste ihn nur noch zu Ende bringen. Er trieb sich selber weiter, versuchte die Gräuel nicht zur Kenntnis zu nehmen und sich auf die Tür zu konzentrieren, die ihn aus dem Irrsinn hinausführen würde. An der ersten Frau war er vorbei. Noch ein paar Meter, sagte er sich, höchstens 10 Schritte, weniger, wenn ihn nur sein Selbstvertrauen nicht verließ. Da gingen die Lichter aus. Oh mein Gott, sagte er. Der Zug kam ins Schlingern und Kaufmann verlor das Gleichgewicht. In der äußersten Schwärze langte er nach einem Halt und seine rudernden Arme umfingen den Körper neben ihm. Ehe er es verhindern konnte, fühlte er, wie seine Hände in das lauwarme Fleisch einsanken und seine Finger in die offene Schnittkante des Muskelfleischs auf dem Rücken der Toten griffen, seine Fingerspitzen die blanke Wirbelsäule berührten. Gegen seine Wangen drückte das kahle Fleisch des Schenkels. Er schrie. Und eben als er schrie, gingen die Lichter flackernd wieder an. Kaum waren sie aufgeflackert und sein Schrei erstorben, hörte er das Geräusch der Schlechterfüße, wie es sich näherte, Waggon 1 entlang, auf die Zwischentür zu. Er ließ den Körper los, den er umarmt hielt. Sein Gesicht war mit Blut vom Bein der Frau beschmiert. Er konnte es auf seiner Wange spüren wie eine Kriegsbemalung. Der Schrei hatte Klarheit geschaffen in Kaufmanns Kopf. Und plötzlich fühlte er sich befreit, in eine Art Stärke eintauchen. Zu einer Hetzjagd durch den Zug würde es nicht kommen, so viel war sicher. Keine Feigheit mehr, nicht zu diesem Zeitpunkt. Das hier lief auf eine elementare Konfrontation hinaus. 2 menschliche Wesen, von Angesicht zu Angesicht. Und es gab keinen Trick, nicht einen, den er nicht in Betracht ziehen durfte, um seinen Gegner zu überwinden. Hier ging es ums nackte Überleben, schlicht und einfach. Rütteln am Türgriff. Kaufmann sah sich ruhigen Auges nach einer Waffe um, gezielt und abwägend. Sein Blick fiel auf den Kleiderstapel neben der Leiche des Puerto Ricaners. Da war ein Messer. Es lag unter den Strassringen und den Talmigoldketten. Eine langklingige, makellos saubere Waffe. Wahrscheinlich der ganze Stolz, die Freude ihres Besitzers. Kaufmann beugte sich am muskulösen Körper vorbei, vor und zog das Messer aus dem Haufen. Es fühlte sich gut an in seiner Hand. Es fühlte sich tatsächlich richtig aufregend an. Die Tür ging auf und das Gesicht des Schlächters kam zum Vorschein. Hinter der Schlachthausszenerie im Vordergrund nahm Kaufmann Mahogany ins Visier. So furchtbar angsteinflößend war er nicht. Einfach ein langsam kahl werdender, übergewichtiger Mann um die 50. Sein Gesicht war massig und die Augen lagen tief. Der Mund war verhältnismäßig klein, die sensiblen Lippen waren zart geschwungen.
Wirklich. Er hatte den Mund einer Frau. Mahogany konnte nicht begreifen, woher dieser Eindringling aufgetaucht war. Aber er war sich im Klaren, dass dies ein weiteres Versehen, ein weiteres Zeichen seiner zunehmenden Unzulänglichkeit war. Er musste diesen Lumpenhund sofort umbringen. Schließlich waren sie bereits 2-3 Kilometer vom Streckenende entfernt. Er musste den Kleinen abmurksen und dafür sorgen, dass er an den Fersen baumelte, ehe sie die Endstation erreichten. Er betrat Waggon 2. »Warst eingeschlafen«, sagte er. Er hatte Kaufmann wiedererkannt. »Hab dich gesehen.« Kaufmann sagte nichts. »Hättest aussteigen sollen. Hast wohl geglaubt, du kannst dich vor mir verstecken?« Kaufmann hüllte sich weiter in Schweigen. Mahogany umfasste den Griff des Hackmessers, das von seinem abgenutzten Ledergürtel herabhing. Es war blutverschmiert, wie seine Kettenpanzerschürze, sein Hammer und seine Säge. »Wie die Dinge nun mal liegen«, sagte er, »bin ich gezwungen, dich zu beseitigen.« Kaufmann hob das Messer. Es nahm sich ein bisschen klein aus neben dem monströsen Gerät des Schlächters. »Scheiß drauf«, sagte er. Der Kleine machte Anstalten zur Gegenwehr. Dafür hatte Mahogany nur ein Grinsen übrig. »Du hättest das hier nicht sehen sollen. Das ist nichts für deinesgleichen«, sagte er und näherte sich Kaufmann einen Schritt. »Es ist geheim.« »Ah, wohl einer vom Schlag der Gottgesandten«, dachte Kaufmann. »Das erklärt einiges.« »Scheiß drauf«, sagte er wieder. Der Schlächter runzelte die Stirn. Dass sein Werk, sein beruflicher Nimbus, den Kleinen kalt ließen, gefiel ihm gar nicht. »Wir müssen alle irgendwann sterben«, sagte er. »Du kannst zufrieden sein. Dich wird man nicht ganz verbrennen wie die meisten anderen. Ich kann dich gebrauchen. Als Fressen für die Stadtväter.« Kaufmanns Antwort war lediglich ein Grinsen. Dieser schwerfällige, watschelnde Koloss konnte ihm keine Angst mehr einjagen. Der Schlächter löste das Hackmesser vom Gürtelhaken und schwang es drohend. »Ein mieser kleiner Jude wie du«, sagte er, »sollte dankbar sein, wenn er überhaupt zu was Nütze ist. Frischfleisch ist doch die Aufstiegschance.« Ohne Warnung schlug der Schlächter zu. Das Hackmesser zerteilte die Luft mit beträchtlicher Geschwindigkeit, aber Kaufmann wich nach hinten aus. Das Hackmesser zerschlitzte seinen Mantelärmel und grub sich in den Unterschenkel des Puerto Ricaners. Die Wucht des Hiebes trennte das Bein zur Hälfte durch, und das Gewicht des Körpers ließ den Einschnitt sogar noch weiter aufklaffen. Das zutage tretende Fleisch des Schenkels war wie erstklassiges Steak, saftig und appetitlich. Der Schlächter wollte das Hackmesser aus der Wunde zerren, aber in diesem Augenblick sprang Kaufmann los. Das Messer sauste auf Mahoganys Augen zu, aber aufgrund einer Fehleinschätzung vergrub es sich in dessen Hals. Es durchbohrte die Wirbelsäule und trat auf der anderen Seite in einem Gerinnsel dicken Blutes wieder aus. Mittendurch war es gegangen. Auf einen Hieb. Mittendurch. Die Klinge im Hals rief bei Mahogany ein Erstickungsgefühl hervor, fast so, als wäre ihm ein Hühnchenknochen im Hals stecken geblieben. Er gab ein lächerliches, unschlüssiges Gehüstel von sich. Blut trat aus seinem Mund und färbte ihn rot. Es sah aus wie Lippenstift auf seinem Frauenmund. Das Hackmesser rasselte zu Boden. Kaufmann zog das Messer heraus. Aus den 2 Wunden sprudelten kleine Bögen Blut. Mahogany brach in die Knie und stierte das Messer an, das ihn getötet hatte. Der Kleine beobachtete ihn gänzlich unbeteiligt. Er sagte irgendwas, aber Mahoganys Ohren waren taub, als wäre er unter Wasser. Mahogany wurde unversehens blind. Mit wehmütiger Trauer um seine Sinne war er sich bewusst, dass er nie mehr sehen oder hören würde. Das war der Tod, ganz unbestritten. Der hatte ihn in seiner Gewalt. Noch aber spürten seine Hände das Gewebe seiner Hose und die heißen Spritzer auf seiner Haut.
Sein Leben schien auf den Zehenspitzen zu taumeln, während seine Finger einem letzten Sinneseindruck nachtasteten. Dann stürzte sein Körper in sich zusammen und seine Hände, sein Leben und seine heilige Pflicht zerbrachen unter einer grauen Fleischmasse. Der Schlächter war tot. Kaufmann zog große Mengen abgestandener Luft in seine Lungen und packte eine der Halteschlaufen, um seinen torkelnden Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Tränen löschten das blutige Schlachthaus aus, in dem er stand. Die Zeit verstrich. Wie viel, wusste er nicht. Er war in einem Siegestraum versunken. Dann verlangsamte der Zug sein Tempo. Kaufmann spürte und hörte, wie die Bremsen arbeiteten. Die hängenden Leiber schlingerten vorwärts, als der Zug die volle Fahrt abbremste. Die Räder kreischten auf den Schienen, die Schmutz ausschieden. Die Neugier überfiel Kaufmann. Würde der Zug in das unterirdische Schlachthaus des Metzgers einrollen, in dem als Trophäen die Fleischstücke, die er in seiner Amoklaufbahn zusammengetragen hatte, hingen? Und der lachende, gegenüber dem Massaker so gleichgültige Fahrer? Was würde er machen, wenn der Zug anhielt? Was jetzt auch geschehen mochte, es war eine rein theoretische Frage. Nun konnte er allem und jeden die Stirn bieten, nur beobachten und die Augen offen halten. Die Lautsprecher knisterten, dann die Stimme des Fahrers. »Wir sind da, Mann. Nimmst besser deinen Platz ein, ja?« »Nimmst deinen Platz ein? Was sollte das heißen?« Die Zuggeschwindigkeit hatte sich zum Schneckentempo verlangsamt. Draußen hinter den Fenstern war alles so dunkel wie bisher. Die Lichter flackerten und gingen aus. Diesmal gingen sie nicht wieder an. Kaufmann blieb in völliger Dunkelheit. »In einer halben Stunde sind wir raus«, kam es über die Sprechanlage, ganz so, als würde irgendeine Station angesagt. Der Zug war zum Halten gekommen. Das Geräusch der Räder auf den Schienen und das Brausen der Fahrt, woran sich Kaufmann mittlerweile so gewöhnt hatte, fehlten plötzlich. Das Einzige, was er hören konnte, war das Gesumm der Lautsprecher. Noch immer konnte er überhaupt nichts sehen. Dann ein Zischen. Die Türen öffneten sich. Ein Geruch drang in den Wagen. Ein so ätzender Geruch, dass Kaufmann sich schlagartig die Hand aufs Gesicht presste, um ihn abzuhalten. Schweigend harrte er aus, die Hand vor Mund, ein Leben lang, wie es ihm schien. Nichts Böses sehen, nichts Böses hören, nichts Böses reden. Dann nahte das Flackern eines Lichts draußen vor dem Fenster. Es ließ die Konturen des Türrahmens hervortreten, und es wurde ganz allmählich stärker. Bald war es so hell im Waggon, dass Kaufmann zu seinen Füßen den zusammengesackten Körper des Schlächters und rings um sich die blässlichen Fleischseiten hängen sehen konnte. Auch ein Flüstern nahte draußen aus der Finsternis. Eine Ansammlung winziger Geräusche, wie Käferstimmen. Da waren menschliche Wesen im Tunnel. Sie schlurften auf den Zug zu. Kaufmann konnte jetzt ihre Umrisse erkennen. Manche von ihnen trugen Fackeln, die dumpf und bräunlich leuchteten. Wahrscheinlich rührte das Geräusch von ihren Füßen auf dem feuchten Boden her oder vom Geschnalz ihrer Zungen oder von beidem. Kaufmann war nicht mehr so unschuldig ahnungslos, wie er es noch vor einer Stunde gewesen war. Konnte es irgendeinen Zweifel geben über die Absicht dieser Wesen, die da aus der Schwärze auf den Zug zukamen? Der Metzger hatte die Männer und Frauen geschlachtet, als Frischfleisch für diese Kannibalen. Sie kamen jetzt heran, wie Dinnergäste nach dem Gongschlag, um in diesem Speisewagen hier zu fressen. Kaufmann bückte sich und griff sich das Hackmesser, das der Schlächter fallen gelassen hatte. Das Geräusch der herannahenden Kreaturen wurde fortwährend lauter. Er bewegte sich rückwärts den Waggon entlang, weg von den offenen Türen, musste aber feststellen, dass hinter ihm die Türen gleichfalls offen waren und das Gewisper, das nahte, auch hier zu hören war. Er wich zwischen die Sitzbänke zurück und war im Begriff, sich unter sie zu flüchten, als eine Hand,
dünn und vor Gebrechlichkeit fast durchsichtig in der Türöffnung erschien. Er konnte nicht wegschauen. Nicht, dass ihn Grausen hätte erstarren lassen, wie am Fenster zur Blutkammer. Er wollte einfach alles sehen. Die Kreatur setzte ihren Fuß in den Waggon. Die Fackeln hinter ihr verschatteten zwar ihr Gesicht, aber in groben Zügen war sie klar erkennbar. Es war nichts besonders Auffallendes an ihr. Das Wesen hatte zwei Arme und zwei Beine, wie er auch. Seine Kopfform wich nicht von der Norm ab. Der Körper war klein und der Kraftaufwand beim Zugbesteigen machte ihm Atembeschwerden. Es war eher ein Fall für die Geriatrie als für die Psychiatrie. Nach Generationen zusammenfabulierter Menschenfresser war er auf diese besorgniserregende Hinfälligkeit nicht vorbereitet. Hinter den ersten tauchten ähnliche Kreaturen aus der Finsternis auf, um sich schwerfällig in den Zug hineinzuwinden. Tatsächlich kamen sie jetzt zu allen Türen herein. Kaufmann saß in der Falle. Er wog das Hackmesser in den Händen, bis er es richtig im Griff hatte, bereit zum Kampf mit diesen altertümlichen Monstern. Eine Fackel war in den Waggon gebracht worden und sie beleuchtete die Gesichter der Anführer. Sie waren vollkommen kahl. Das ausgemergelte Fleisch in ihrem Gesicht war straff über die Schädelknochen gezogen, dass es vor Anspannung schimmerte. Flecken des Verfalls und der Krankheit durchsetzten die Haut und stellenweise war die Muskulatur in schwarzen Alter übergegangen, durch den das Joch oder Schläfenbein herauslugte. Manche von ihnen waren nackt wie Säuglinge. Ihre schwammigen, syphilitischen Körper waren fast geschlechtslos. Anstelle der einstmaligen Brüste lappten zähledrige Beutel vom Rumpf, die Genitalien waren weggeschrumpft. Einen schlimmeren Anblick als die Nackten boten jene, die eine Andeutung von Kleidung trugen. Bald dämmerte es Kaufmann, dass das verfaulende Gewebe, das sie um ihre Schultern geschlungen oder um ihre Körpermitte geknüpft hatten, aus Menschenhaut bestand. Nicht etwa eins davon, sondern ein Dutzend oder mehr waren lose und unordentlich übereinander geschichtet wie kümmerliche Siegeszeichen. Die Anführer dieser absonderlichen Speisegesellschaft hatten jetzt die Leichen erreicht und auf die Schenkelstücke legten sich zartgliedrige Hände und fingerten das rasierte Fleisch hinauf und hinunter, in einer Art und Weise, die auf Sinnenlust schließen ließ. Zungen tänzelten aus Mündern. Speicheltröpfchen benetzten das Fleisch. Die Augen der Ungeheuer rollten vor Hunger und Erregung flackernd hin und her. Schließlich sah eins von ihnen Kaufmann. Ein Moment lang hörten seine Augen auf zu flackern und hefteten sich auf ihn. Ein fragender Ausdruck überschlich das Gesicht und bot ein Zerrbild der Verwirrung. »Du«, sagte es. Die Stimme war so verwüstet wie die Lippen, von denen sie kam. Kaufmann hob das Hackmesser etwas an und rechnete seine Chancen aus. Circa 30 von ihnen waren im Waggon und draußen noch viel mehr. Aber sie wirkten so schwach und außer Haut und Knochen hatten sie keine Waffen. Wieder sprach das Monster und die Stimme klang bei voller Entfaltung recht wohlartikuliert. Das Piepsen eines vormals kultivierten, vormals charmanten Mannes. »Bist der Neue, ja?« Es schaute auf den Körper Mahoganys hinunter. Es hatte die Situation sehr rasch klar erfasst. »Er war sowieso schon alt«, sagte es und richtete die wässrigen Augen wieder auf Kaufmann, um ihn eindringlich zu mustern. »Das geht dich einen Scheiß an«, sagte Kaufmann. Das Geschöpf versuchte ein gequältes Lächeln, aber es hatte wohl vergessen, wie das ging. Das Ergebnis war eine Fratze. Es stellte einen Mund voll Zähne zur Schau, die zweckmäßig spitz zugefeilt waren. »Jetzt musst du dies für uns tun«, sagte es durch das bestialische Grinsen hindurch. »Ohne Nahrung können wir nicht überleben.« Die Hand tätschelte die Hinterkeulen aus Menschenfleisch. Auf dies Ansinnen fehlten Kaufmann die Worte. Er starrte nur voller Ekel auf die Fingernägel, die in den Spalt zwischen den Hinterbacken glitten und der Schwellung des zarten Muskelgewebes nachspürten. »Es ekelt uns nicht weniger als dich«, sagte das Geschöpf. »Aber wir müssen dies Fleisch essen oder wir sterben. Weiß Gott, mir steht der Geschmack nicht danach.« Nichtsdestotrotz lief dem Wesen sichtbar das Wasser im Mund zusammen.
Kaufmann fand seine Stimme wieder. Sie klang kleinlaut, mehr aus einer Verwirrung der Gefühle als aus Angst. Was seid ihr? Er erinnerte sich an den Bärtigen im Delikatessenladen. Seid ihr Opfer irgendwelcher missglückter Versuche? Wir sind die Stadtväter, sagte das Wesen. Und die Stadtmütter, Töchter und Söhne. Die Erbauer, die Gesetzmacher. Wir haben diese Stadt gemacht. New York? Fragte Kaufmann. Die Hochburg der Wonnen? Ehe du geboren wurdest, ehe irgendein Lebender geboren wurde. Während es sprach, fuhren die Finger des Geschöpfs unter die Haut des zerspaltenen Körpers und schälten die dünne, elastische Schicht von dem leckeren Muskelstrang. Hinter Kaufmann hatten die anderen Kreaturen begonnen, die Körper aus den Halteschlaufen abzuhängen. Sie legten ihre Hände in derselben wonnenschwelgenden Art auf die glatten Brüste und Flanken aus Menschenfleisch. Auch sie hatten angefangen, die Stücke zu enthäuten. Du wirst uns mehr bringen, sagte der Vater. Mehr Fleisch für uns. Der andere war schwach. Kaufmann glotzte ungläubig. Ich? Sagte er. Euch ernähren? Wofür haltet ihr mich denn? Du musst es für uns tun und für jene, die älter sind als wir, für jene, die geboren wurden, bevor man überhaupt an die Stadt dachte, als Amerika Waldland und Wüste war. Die zerbrechliche Hand deutete aus dem Zug hinaus. Kaufmanns Blick folgte dem ausgestreckten Finger in die Düsternis. Da draußen war noch was anderes, das er vorher übersehen hatte, viel größer als irgendetwas Menschliches. Das Rudel der Kreaturen wich auseinander, um Kaufmann durchzulassen, damit er näher in Augenschein nehmen könne, was auch immer da draußen stand. Aber seine Füße wollten sich nicht bewegen. Vorwärts, sagte der Vater. Kaufmann dachte an die Stadt, seine alte Liebe. Waren dies wirklich ihre Altvordern, ihre Philosophen, ihre Schöpfer? Er musste es glauben. Vielleicht gab es Leute an der Oberfläche, Bürokraten, Politiker, Autoritäten jeglicher Art, die dieses grässliche Geheimnis kannten, deren Leben dazu ausersehen war, diese Wesen des Abscheus zu erhalten, sie zu füttern, wie die wilden Lämmer an ihre Götter verfüttern. Dies Ritual hatte eine grässliche Vertrautheit an sich. Es ließ etwas Vergessenes anklingen. Nicht in Kaufmanns verstandesgemäßem Bewusstsein, sondern in seinem tieferen, älteren Selbst. Seine Füße, die nicht mehr seinem Bewusstsein gehorchten, sondern seinem Trieb, etwas Höheres anzubeten, setzten sich in Bewegung. Er ging durch die Körpergasse und stieg aus dem Zug. Das Licht der Fackeln vermochte die grenzenlose Dunkelheit draußen kaum zu erhellen. Die Luft schien undurchdringlich. So fest duftete sie nach der alten Erde. Aber Kaufmann roch nichts. Sein Kopf verneigte sich. Das war alles, was er tun konnte, um zu verhindern, dass er wieder ohnmächtig wurde. Da war er, der Vorläufer des Menschen, der Uramerikaner, dessen Stammheimat dies Land noch vor den Cheyenne oder Passamaquoddy war. Seine Augen, sofern er Augen hatte, ruhten auf ihm. Kaufmanns Körper bebte, seine Zähne klapperten. Er konnte die Geräusche des Skeletts dieses Wesens hören. Es tickte, knisterte, schluchzte. In der Finsternis veränderte es leicht seine Lage. Das Geräusch der Bewegung war furchterregend, wie ein Berg, der sich aufrichtet. Kaufmann hob unwillkürlich das Gesicht zu ihm empor und, ohne darüber nachzudenken, was oder weshalb er es tat, fiel er in der Scheiße vor dem Vätervater auf die Knie. Jeder Tag seines Lebens hatte zu diesem Tag hingeführt. Jeder Augenblick diesem nicht planbaren Augenblick heiligen Schreckens entgegengebebt. Hätte das Licht in diesem Höllenschlund ausgereicht, das Ganze zu sehen, wäre womöglich sein laues Herz zersprungen. So aber fühlte er es in seiner Brust beim Anblick dessen, was er sah, flattern. Ein Riese war's, ohne Kopf oder Gliedmaßen. Ohne Merkmale, die sich mit menschlichen hätten vergleichen lassen, ohne Organ, das Sinn und Verstand gehabt hätte.
Und wenn das Wesen Ähnlichkeit mit irgendetwas besaß, dann mit einem Fischschwarm. Tausend sich regende Mäuler, die alle in rhythmischem Gleichklang sproßten, blühten und welkten. Es irisierte wie Perlmutt, aber hin und wieder leuchtete es intensiver als jede Farbe, die Kaufmann kannte oder zu benennen vermochte. Das war alles, was er sehen konnte, und es war mehr, als er sehen wollte. Die Dunkelheit barg noch viel mehr Geflacker und Geflatter, aber er konnte nicht länger hinschauen. Er wandte sich ab, und kaum tat er's, wurde ein Fußball aus dem Waggon geschleudert, der vor den Vater hinrollte. Zumindest dachte Kaufmann, dass es ein Fußball war, bis er ihn sich genauer ansah und einen Menschenkopf in ihm erkennen musste, den Kopf des Schlechters. Die Gesichtshaut war streifenweise abgeschält. So lag er vor seinem Herrn und glänzte in blutiger Nässe. Kaufmann schaute weg und ging zum Waggon zurück. Jeder Teil seines Körpers schien zu weinen, bis auf die Augen. Sie brannten noch von dem Anblick, der jetzt hinter ihm lag. In ihrer Hitze verkochten seine Tränen. Drinnen hatten sich die Kreaturen bereits über ihr Nachtmahl hergemacht. Eine, sah er, zerrte gerade den blauen, süßen Happen eines Frauenauges aus der Höhle. Eine andere hatte eine Hand im Mund. Kaufmann zu Füßen lag der kopflose Leichnam des Schlechters, und dort, wo man ihm den Hals durchbissen hatte, rann noch überreich das Blut heraus. Der schmächtige Vater, der anfangs das Wort an ihn gerichtet hatte, stand vor Kaufmann. »Dienst du uns?« fragte er sanft, etwa so, wie man eine Kuh auffordert, einem zu folgen. Kaufmann starrte das Hackmesser an, das Amtssymbol des Schlechters. Die Geschöpfe verließen jetzt den Waggon und zogen die halbverspeisten Leichen hinter sich her. Als sich die Fackeln entfernten, kehrte die Dunkelheit zurück. Aber bevor die Lichter ganz verschwunden waren, streckte der Vater die Hand aus, bekam Kaufmanns Gesicht zu fassen und stieß ihn herum, damit er sich in der verschmierten Fensterscheibe selbst anschaute. Die Spiegelung war nur schemenhaft, aber Kaufmann konnte durchaus deutlich sehen, wie verwandelt er war. Weißer als ein Lebender sein darf, voller Schmutz und Blut. Der Vater hielt noch immer Kaufmanns Gesicht fest, und sein Zeigefinger hakte sich in dessen Mund hinein und den Schlund hinunter. Der Nagel schlitzte den Rachen auf. Kaufmann umwürgte voller Brechreiz den Eindringling, hatte aber zur Abwehr der Attacke keinen Willensrest mehr übrig. »Diene«, sagte das Geschöpf, »in Verschwiegenheit.« Zu spät begriff Kaufmann die Absicht des Fingers. Plötzlich wurde seine Zunge eisenhart gepackt und am Wurzelgrund herausgedreht. Zu Tode erschrocken ließ er das Hackmesser fallen. Er versuchte zu schreien, aber es kam kein Laut. Blut füllte ihm den Rachen. Hörte sein Fleisch reißen und unerträgliche Schmerzen durchkrampften ihn. Dann war die Hand aus seinem Mund heraus, und die scharlachroten, speichelbedeckten Finger hielten ihn zwischen Daumen und Zeigefinger seine Zunge vors Gesicht. Kaufmann war sprachlos. »Diene«, sagte der Vater, stopfte sich die Zunge in den Mund und kaute offenkundig zufrieden auf ihr herum. Kaufmann fiel auf die Knie und kotzte sein Sandwich aus. Schon schlurfte der Vater in die Dunkelheit davon. Die restlichen Altvordern waren in ihren Labyrinthen verschwunden bis zur nächsten Nacht. Die Lautsprecher knisterten. »Nach Hause«, sagte der Fahrer. Die Türen zischten zu und das Geräusch des plötzlichen Energieschubs durchströmte den Zug. Die Lichter gingen flackernd an, dann aus, dann wieder an. Der Zug setzte sich in Bewegung. Kaufmann lag am Boden und die Tränen liefen ihm übers Gesicht, Tränen der Vernichtung und der Ergebung. Bestimmt würde er verbluten, hier, wo er lag. Es machte nichts, wenn er starb. Die Welt war sowieso schlecht und gemein. Der Fahrer weckte ihn. Kaufmann öffnete die Augen. Das Gesicht, das auf ihn runterschaute, war schwarz und nicht unfreundlich. Der Mann grinste. Kaufmann versuchte, etwas zu sagen, aber sein Mund war mit vertrocknetem Blut versiegelt. Wie ein sabbriger Quasselbruder stieß er ruckartig den Kopf herum und versuchte, ein Wort auszuspucken. Nur Gegrunze kam.
Tot war er nicht. Verblutet war er nicht. Der Fahrer zog ihn hoch, dass er auf die Knie kam und sprach mit ihm wie mit einem Dreijährigen. »Hast eine Mordsaufgabe, mein Guter. Sie sind echt angetan von dir.« Der Fahrer hatte sich die Finger nass geleckt und rieb mit ihnen über Kaufmanns geschwollene Lippen, versuchte sie voneinander zu lösen. »Gibt eine Menge zu lernen bis morgen Nacht.« »Menge zu lernen. Menge zu lernen.« Er führte Kaufmann aus dem Zug hinaus. Sie waren in einer Station, die er niemals zuvor gesehen hatte. Sie war weiß gekachelt und makellos rein. Das Nirvana eines jeden Stationsvorstehers. Kein Graffiti entstellte die Wände. Es gab keine Fahrmünzautomaten, aber schließlich gab es auch keine Eintrittsschleusen und Passagiere. Dies hier war ein Grenzposten, der nur einen einzigen Gegenstand der Wartung vorsah: den Fleischzug. Eine Frühschicht Putzleute war bereits damit beschäftigt, das Blut von den Sitzbänken und vom Boden des Zuges mit Schläuchen wegzuspritzen. Jemand zog den Leichnam des Schlächters bis auf die Haut aus, um ihn für den Transport nach New Jersey vorzubereiten. Rings um Kaufmann war alles bei der Arbeit. Ein Regen morgendlichen Lichts ergoss sich durch einen Gitterrost in der Decke der Station. Staubteilchen schwebten in den Strahlen und wirbelten im Ringelreihen. Kaufmann sah ihnen hingerissen zu. So etwas Schönes hatte er seit seinen Kindertagen nicht mehr gesehen. Wunderschöner Staub. Rundum im Ringelreihen. Rundherum. Dem Fahrer war es gelungen, Kaufmanns Lippen voneinander zu trennen. Der Mund war zu schwer verletzt, um ihn zu bewegen, aber zumindest fiel so das Atmen leichter, und der Schmerz begann schon abzuklingen. Der Fahrer lächelte ihn an und wandte sich dann an die Arbeiter der Station. »Möcht euch gern Mahoganys Ersatz vorstellen. Unser neuer Schlächter«, gab er bekannt. Die Arbeiter schauten Kaufmann an. In ihren Gesichtern zeichnete sich eine gewisse Hochachtung ab, was er recht ansprechend fand. Kaufmann sah zum Sonnenlicht hinauf, das jetzt rings um ihn herabfiel. Er ruckte mit dem Kopf, um anzudeuten, dass er raufgehen wollte, raus ins Freie. Der Fahrer nickte und führte ihn eine steile Treppenflucht hinauf, weiter durch eine schmale Passage und auf diesem Weg hinaus auf den Bürgersteig. Es war ein schöner Tag. Den Himmel über New York durchmaserten blasse, pinkfarbene Wolkenfädchen und die Luft roch morgendlich. Die Straßen und Avenues waren so gut wie leer. In einiger Entfernung überquerte ein vereinzeltes Taxi eine Kreuzung. Der Motor klang wie ein Gewisper. Drüben auf der anderen Straßenseite quälte sich ein Jogger vorbei. Sehr bald würden diese verlassenen Gehsteige voll sein mit sich drängenden Menschenmassen. In völliger Ahnungslosigkeit würde die Stadt zur Tagesordnung übergehen und niemals wissen, worauf sie erbaut war oder wem sie ihr Leben verdankte. Ohne Zögern fiel Kaufmann auf die Knie, küsste den verdreckten Beton mit seinen blutigen Lippen und schwor stumm ihrem Fortbestand ewige Treue. Kommentarlos nahm die Hochburg der Wonnen den Huldigungsakt entgegen.